Hi, ich bin Lela. Hi, ich bin Lena und wir gehören dieses Jahr zu den jungen Festival-Bloggerinnen und wir machen jetzt eine Filmbesprechung. Wir besprechen den Film It's Always Been Me. In dem Film geht es darum, dass zwei Transgender-Personen, ich glaube, circa 2 Jahre durch ihr Leben begleitet werden von einem Kamerateam und man sozusagen private Einblicke bekommt in die Probleme, die dieses Thema bringt, aber auch die schönen Sachen und dass man sich eben selbst findet. Ja, also es war schon ein ziemlich cooler Film, auch mit manchen Sachen, die nicht so toll gewesen sind. Also zum Beispiel dieser Verfolgungswahn, als der eine geärgert wurde in der Schule. Also das fand ich schon extrem heftig, also dass sowas passieren kann. Ja. Ja. Aber ich finde auch, es war gut dargestellt. Also man konnte gut erkennen, dass sie von ihrer Familie supportet wurden, also dass sie Unterstützung bekommen haben von ihrer Familie und auch von Freunden. Ja, das fand ich richtig gut so. Aber ich finde es auch sehr mutig, wenn man ein ganzes Kamerateam sozusagen an die sensibelste Stelle hat, die man hat, also an das sensibelste Gefühl, dann sozusagen die einfach mitbegleiten lässt. Und das finde ich sehr mutig. Ja, besonders weil das ja auch veröffentlicht wird und das auch so international jetzt ja gezeigt wurde. Ja. Also ist ziemlich mutig. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass die Szenen gut zusammengeschnitten wurden. Also dass man größtenteils einen guten Überblick bekommen hat von den ganzen Problemen und alles, was sie mit anderen Menschen tun und auch wie sie sich selbst finden, finde ich, war sehr gut dargestellt. Ja, also ich fand es auch ziemlich gut dargestellt, zumindest bei allen Szenen bis auf einer, weil beim Anfang, als sie auf den Baum geklettert waren, war es erstmal eine Birke und plötzlich, als die dann im Wipfel waren, war, also als es im Wipfel nah gefilmt wurde, war es ein Apfelbaum und am Ende war es wieder eine Birke. Also das war schon interessant, so mit anzusehen. Aber sonst war wirklich alles sehr gut gemacht und so. Ja, ich finde vor allem, dass man halt wirklich sehen konnte, wie die Personen mit sich selber dann zu tun hatten, weil es ist ja auch ein Dokumentarfilm. Mhm. Und man konnte sehr gut sehen, wie die Personen mit sich selbst dann auch sich selbst gefunden haben, wie die dann immer mehr sie selbst geworden sind. Ja, und wie sie sich auch verändert haben, so am Anfang und dann zum Ende. Also es war schon krass. Ich finde, es war auf jeden Fall alles sehr gut dargestellt. Mhm. Und ich würde dieses Thema auch Menschen empfehlen, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung von dem Thema haben, damit sie darüber mehr erfahren. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass der Film noch anderen Menschen hilft, die da vielleicht noch nicht so sicher sind bei dem Thema und sich dann das anschauen, ja, und dann dadurch Mut bekommen, das zu tun, wo sie sich fühlen. Ja, auf jeden Fall. Also ist ein wichtiges Thema. Ja. Genau. Das war unsere Filmbesprechung über den Film It's Always Been Me.